Sehr freundlich. Schön, dass ich da sein darf. Lieber Janik, vielen Dank für die Einführung. Fabian Karg ist mein Name vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Ich leite das Referat Grundsatz und Innovationen. In dem Innovationsreferat beschäftigen wir uns natürlich auch mit digitalen Spielen, mit Game-Based Learning. Im Moment vor allem stark mit Mindtest, Minecraft, mit allem, was das Herz so das Spielerherz so begehrt. Ich bin auch persönlich stark am Thema interessiert. Ich habe eine lange Gamer-Karriere hinter mir und bin sehr gewillt, dieses Thema auch gerade in die Schulen zu bringen. Das muss reichen als Einführung. Es gibt viel, was uns heute Abend noch begleiten wird. Ich versuche jetzt gerade mal mehr oder weniger erfolgreich meinen Bildschirm so zu teilen, dass Sie eine kleine Präsentation sehen werden. Fragen sind außerordentlich erwünscht. Also nicht bitte aufheben bis später, sondern jederzeit, wenn eine Frage irgendwie entsteht, sofort in den Chat schreiben. Ich habe ja noch ein zweites Gerät, also da nicht wundern. Ich gucke immer mal wieder nach unten oder sonst wohin in die Kamera, gucke ich mir noch ein zweites Gerät. Und Janik, falls irgendwas ist, was ich übersehe, gehe ich davon aus, dass du ein wunderbarer Moderator sein wirst und mich nicht mehr vom Kindermedienzentrum ankündigst. Und gut, hervorragend. Wir wollen noch nur spielen. Game-Based Learning im schulischen, außerschulischen Bildungskontext. Ich finde es eigentlich total witzig, dass man so einen Vortrag so hält, ja. Game-Based Learning. Ich habe am Ende noch 5 Thesen mitgebracht. Ich bin so ein Typ, ich fange immer ganz gerne mit dem Ende an. Ich habe nochmal 5 Thesen mitgebracht. Und eine der Thesen lautet, dass Spiele so ein Lernmittel von vielen sind, ja. Wahrscheinlich werden wir in 20, 30 Jahren so ein bisschen belächelt. Was, die haben Vorträge drüber gehalten, dass tatsächlich digitale Spiele in der Schule eingesetzt werden können. Das ist mittlerweile völliger Standard. Im Moment ist es leider nicht. Vielleicht wird sich nach dem heutigen Abend ein kleines bisschen daran ändern. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge Sie dieser Art schon besucht haben oder vor allem solche Vorträge, die es früher mal gab, so digitale Spiele, Chancen und Risiken oder ganz beliebt war auch immer soziale Netzwerke oder Facebook, Chancen und Risiken. Und diese Vorträge laufen eigentlich oft nach dem gleichen Muster ab. Da kommt dann jemand, oft vom Landesmedienzentrum oder aus irgendeiner anderen Bildungseinrichtung, bringt dann so ganz viele Folien mit der, meistens aus der Jim-Studie, aus der Kim-Studie, da finden Sie dann so ganz viele Balken, ganz viele Statistiken und da steht eigentlich immer so das Gleiche drauf und es geht dann so eine halbe Stunde, dann kann man sich angucken, wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen heutzutage schon dies und wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen heutzutage schon das. Und da können wir uns ganz viel Zeit sparen, weil das eigentlich für Sie und für mich total langweilig ist und deswegen spoilere ich das Ganze einfach mal. Und wir nehmen jetzt einfach mal diese 3 folgenden Punkte an und dürfen auch gerne widersprechen, wenn Sie irgendwas anderes sehen. Aber ansonsten setze ich das für den heutigen Abend einfach mal voraus. Wir brauchen uns keine Prozentzahlen mehr anzugucken. Ja, unsere Welt, die Welt der Kinder und Jugendlichen, ist digitalisiert, fertig. Ja, ob das jetzt 97,8% oder 97,9% sind, spielt für das heutige Thema überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so. Da können wir uns auch nicht mehr drin verlieren, wie schlimm das ist, dass es jetzt alles so passiert. Es ist einfach als gegeben. Digitale Spiele sind unumstrittener Bestandteil der Jugendkultur. Ja, digitale Spiele sind keine Randerscheinung. Digitale Spiele sind keine Nische zu stecken und sagen, das sind die Nerds, die die Brille aufhaben. Das sind diejenigen, die, keine Ahnung, draußen keine Freunde finden. Das sind die klassischen Kellerkinder. Wobei da meine Frau immer kommt und sagt, während des Studiums habe ich immer die Sonne ausgeblendet, damit mein Bildschirm nicht spiegelt. Insofern kann man diesen Begriff Kellerkinder vielleicht schon so ein bisschen nachvollziehen. Der Janik weiß genau, wovon ich spreche, wenn er so lacht. Aber es ist einfach so, dass sie unumstrittener Bestandteil der Kultur geworden sind. Es wird immer zu lesen sein, der Jugendkultur, da weigere ich mich so ein bisschen. Man könnte natürlich auch sagen, ja gut, du bist mit deinen 41, ich muss überlegen, wie alt ich bin, mit deinen 41 Jahren halt einfach irgendwie so ein ewiger Berufsjugendlicher, wenn du weiterhin zockst. Aber ich weigere mich einfach zu sagen, dass sie ein Bestandteil, also ausgesprochener Bestandteil der Jugendkultur sind. Ja, digitale Spiele sind ein Bestandteil der Kultur im Allgemeinen, der Popkultur, der ernsthaften Kultur. Erwachsene Eltern, Begleitende steht jetzt hier für Mitarbeitende in schulischen, außerschulischen Bildungseinrichtungen. Ich habe da früher auch mal Lehrerinnen und Lehrer gesagt, aber das reicht eigentlich nicht aus. Das sind Betreuer, das sind, was weiß ich, bei den Pfadfindern, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das sind alles die Menschen, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Lernweg begleiten oder auch junge Erwachsene auf ihrem Weg schlicht und ergreifend begleiten. Die müssen das nicht toll finden, dass das so ist. Ja, die müssen jetzt nicht sagen, super, digitale Spiele sind jetzt Bestandteil. Ich finde es total super, ich finde es klasse. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das erwartet kein Mensch. Jetzt gerade, sagen wir mal, ich komme ursprünglich aus der Schule. Ich bin Lehrer seit über, keine Ahnung, 14 Jahren mittlerweile. Ich erwarte es nicht von meinen Kollegen, dass sie sagen, ja, super,
ja, ist jetzt ein Bestandteil der Kultur, nehme ich jetzt auf, finde ich jetzt toll, setze ich mich jetzt dahinter, das erwartet kein Mensch. Was man aber erwartet, ist, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen. Also man kann nicht mehr sagen, es geht mich nichts an. Man kann nicht mehr sagen, oh, das ist was für Kinder, das ist irgendwas, was mich nicht beschäftigt, sondern gerade diejenigen erwachsene Eltern, Begleitende, die irgendwie mit Heranwachsenden zu tun haben, müssen sich damit auseinandersetzen. Das hat ganz einfache Gründe. Man braucht Gesprächsanlässe. Man muss Kindern und Jugendlichen nach Heranwachsenden Gesprächsanlässe bieten. Das einfachste Beispiel sind die zwei Jugendlichen, die dann im Unterricht sitzen und sich morgens um 7.50 Uhr über Granatwerfer unterhalten. Ja, weil es einfach die normalste Waffe in irgendwelchen digitalen Spielen ist. Kann man jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott im Himmel, solche Killerspiele werden da auf die Welt losgelassen. Das sind Dinge, mit denen man natürlich irgendwann in Berührung kommt. Da werden wir im Laufe des Abends auch noch drüber sprechen, dass es natürlich gute und schlechte Spiele gibt. Es gibt gewalttätige Spiele, es gibt gewaltverherrlichende Spiele, es gibt genauso gewaltverherrlichende Bücher oder Filme. Ja, insofern ist die Diskussion immer so unnötig, weil man dann sagt, ja, die Spiele sind als solches. Nein, es ist einfach ein Teil der Kultur. Und man muss für alle Erlebnisse, die Kinder und Jugendliche vielleicht nicht unbedingt alleine verarbeiten können, Gesprächsanlässe bieten. Und insofern ist auch der Zwang da, sich damit in irgendeiner Art und Weise auseinanderzusetzen und zu wissen, wovon man spricht. Da geht es auch, wie gesagt, nicht darum, dass man dann sagt, super, toll, ich akzeptiere alles, sondern da geht es auch darum, dass man vielleicht authentisch Dinge ablehnt. Aber wie so oft im Leben ist es natürlich, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ist es natürlich wie soll man es politisch korrekt sagen, ist es sinnvoller, etwas informiert abzulehnen, bevor zu sagen, nee, mache ich nicht, und sich keinster Weise damit auseinandergesetzt zu haben. So, wenn wir uns darauf einigen können, auf diese drei Punkte, die wir jetzt schon so gespoilert haben, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und wir haben, obwohl es schon 19.07 Uhr ist, aber noch wertvolle Zeit gespart, weil wir uns keine Statistiken und Tabellen anschauen wollen müssen. So, kein Widerspruch? Hervorragend. Perfekt. Ich habe vier Teile mitgebracht, die sind gar nicht so lang. Teil 1 geht kurz um die Faszination digitaler Spiele. Warum kehrt man gerne dahin zurück? Ich würde immer sagen, Kinder und Jugendliche, aber auch ich, ja, warum kehren wir immer wieder gerne zu digitalen Spielen zurück? Und Teil 2 schauen wir uns mal so generell so virtuelle Welten an. In Teil 3 überlegen wir uns, wie man tatsächlich vielleicht mit Spielen auch lernen kann. Und in Teil 4 habe ich Ihnen 5 Thesen mitgebracht, über die ich dann vielleicht noch mit Ihnen diskutieren möchte, wenn Sie in Diskussionslaune sind, je nachdem. Ich habe 3 Grundlagen mitgebracht, die wir uns vielleicht ganz kurz anschauen zu Beginn. Wenn man diese Grundlagen verstanden hat, hat man so viele Dinge leichter für sich selber oder auch für Kinder und Jugendliche beantworten. Allen voran diese Frage, warum sitzt du die ganze Zeit vorm Handy? Warum zockst du die ganze Zeit? Warum hast du schon wieder den Controller in der Hand, dein Handy in der Hand, dein iPad in der Hand? Und man wird merken, dass das Mechanismen sind, die uns als Erwachsene auch begleiten. Sind nicht umfassend dargestellt, für den Rahmen heute Abend sprengen, aber ich rede ganz gerne über die folgenden 3 Mechanismen. Man kann das, wenn man das möchte, gerne zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, es ist ja furchtbar, was Sie da jetzt dargestellt haben. Es hat ja, das bestätigt ja meine schlimmsten Erwartungen jetzt. Es ist ja ein süchtig machendes Prinzip. Darum geht es hier in dem Fall nicht. Also es geht darum, Mechanismen aufzudecken, die auch bei Büchern oder bei Filmen oder bei Handys oder bei Smartphones und sonstigem funktionieren. Wenn man das verstanden hat, warum Kinder und Jugendliche oder generell Menschen gerne zu digitalen Endgeräten greifen oder zu digitalen Spielen beispielsweise zurückkehren, dann hat man es schon so ein bisschen leichter, weil man sich diese Frage nicht mehr die ganze Zeit stellen muss und ein bisschen mehr Verständnis geschaffen. Und man kann die Kraft, die man sich dadurch gespart hat, diese unnötige Diskussion zu führen, für andere Dinge verwenden. Das Hook-Modell, das erkläre ich immer ganz gern anhand meiner Frau, die mit digitalen Spielen so viel zu tun hat wie ein Toastbrot mit einer Wanderung auf dem Mount Everest, nämlich gar nichts. Das Hook-Modell ist ursprünglich nicht von einem Pädagogen aufgestellt worden, sondern von einem Schriftsteller. Der heißt Nir Eyal und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Hooked, wie man Produkte erschafft, die süchtig machen. Und anhand dieses Modells kann man eigentlich ganz gut erklären, warum digitale Spiele vielleicht manchmal besser funktionieren als der normale klassische Schulunterricht. Wir machen jetzt aber, wie gesagt, anhand des Beispiels meiner Frau. Meine Frau sitzt zu Hause, ihr ist langweilig, weil ihr Mann Vorträge über Game-Based Learning hält und sie wird angetriggert von einem internen Trigger, der nennt sich Langeweile. Sie sitzt da und ihr ist langweilig und in dem Moment ruft ihre Freundin an und sagt, ey, pass mal auf, ich habe gerade bei eBay Kleinanzeigen die Kinderklamotten unseres Sohnes verkauft, hat total gut funktioniert.
Ja, dann ist die ihre Freundin der externe Trigger. Das heißt, meine Frau wird angetriggert, angeschoben, etwas zu tun. Sie handelt, sie geht über in die Action, sie nimmt ihr Handy, lädt sich die eBay-Kleinanzeigen-App runter, erstellt sich einen Account, geht in den Keller, holt Kinderklamotten hoch, macht Fotos, stellt einen kleinen Text rein und erstellt die Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen. Die Belohnung lässt dann nicht lange auf sich warten. Wie sieht's aus? Letzter Preis, 15 Euro PayPal, sie verschickt die Jacke, bekommt das Geld und freut sich, hat ihren Reward, also ihre Belohnung in der Hand und bleibt so in dieser Schleife drin. Wie gesagt, sie freut sich, dadurch investiert sie dann, sie kann mehr Geld oder mehr Zeit investieren, im Fall von eBay-Kleinanzeigen mehr Zeit, nicht Geld, sondern mehr Zeit. Sie holt weitere Klamotten aus dem Keller, macht vielleicht schönere Fotos, schreibt nochmal schönere Texte und bleibt somit immer in dieser Schleife einfach drin. Fällt sie irgendwann raus zwischen Investment und Trigger, heißt, sie hat dann wieder irgendwelche Anzeigen erstellt, dann was Sachen verkauft, hat einen Reward bekommen, hat dann keine Lust mehr, dann kommt so dieser klassische Quelle-Katalog Kundenservice ins Spiel. Ja? Also diese E-Mail, hey, wie wäre es am Wochenende mal wieder mit Netflix oder wollen Sie nicht wieder mal bei Amazon vorbeischauen? Man wird wieder angetriggert, wenn man gesagt bekommt, hey, wie sieht's denn aus? Waren Sie mit unserem letzten Einkauf zufrieden? Meine Oma hat immer einen Quelle-Katalog bestellt. Und so eine, zwei Wochen danach kommt so der klassische Anruf. Waren Sie zufrieden mit dem Einkauf? Kriegen Sie 5% auf den nächsten Einkauf? Sind wir wieder der Trigger, mit dem man angeschoben wird? Ja? Ist eigentlich soweit relativ einfach verständlich. Warum das mit digitalen Spielen besser funktioniert als mit Hausaufgaben, ist relativ einfach zu erklären. Der kleine Fabian, 8. Klasse, sitzt zu Hause und soll Vokabeln lernen. Ja? Wird vielleicht angetriggert von seiner Mutter, die kommt rein und sagt, Fabian, lern noch mal deine Vokabeln. Und dann sage ich natürlich, ja klar, mir ist total langweilig, ich lerne. Ja, ich gehe in die Action über, ich hole mein Englischbuch raus, ich hole mein Vokabelheft drauf, schreibe meine Vokabeln ins Heft, fange an, sie zu lernen. So, ich gehe in die Schule und kriege eine Belohnung, einen Pokal. Ich kriege eine 1 im Vokabeltest. Ich investiere mehr Zeit oder mehr Geld. Das heißt, ich hole mir schönere Karteikarten, einen teuren Stift und schreibe meine Vokabeln nochmal auf und lerne natürlich wieder und bleibe in dieser Schleife ewig drin. Werde wieder angetriggert, vielleicht von meinem Lehrer oder von meinen Eltern, die dann sagen, willst du mal wieder ein paar Vokabeln lernen? Dass dem nicht so ist, generell was das schulische Prinzip betrifft, da, ich weiß nicht, da haben wir wahrscheinlich alle schon die gleichen Erfahrungen gemacht, wobei man sagen muss, dass es bei meiner Tochter in der 2. Klasse noch eher nach diesem Schema funktioniert. Es hat aber auch schlicht und ergreifend mit der Belohnung zu tun. Wir haben ein Schulsystem, das bin ich einfach mal ganz pauschalisierend, mache ich sowieso ganz gern, ein Schulsystem, das relativ defizitär ausgerichtet ist. Das heißt, ein Kind schreibt ein Diktat mit 100 Wörtern, 1 ist falsch, 99 sind richtig. Was ist so der Standard? Hey, warum hast du 1 falsch geschrieben? Was war denn da das Problem? Anstatt zu sagen, wow, 99 richtig, ist ja echt toll, super, freut mich, dass du es geschafft hast. Wenn die Belohnung schon vorauszusehen ist oder die Belohnung eine ist, die eigentlich ganz ehrlich unter uns ein Siebtklässler oder ein Achtklässler kein bisschen interessiert, dann ist man verloren. Das heißt, wenn Sie einem Achtklässler sagen, du lernst, um mal später ein tolles Abitur zu machen, damit du später mal einen tollen Job hast, damit du später mal die Welt rettest, da kann ein Achtklässler nicht mit anfangen. Ja, denken Sie mal an sich selber zurück, wenn Sie mal ehrlich sind. Vielleicht konnten Sie damit was anfangen. Ja, vielleicht bin ich der Einzige, der so unreflektiert durchs Leben gelaufen ist. Ich wage es aber ehrlich gesagt zu bezweifeln. Da ist eine Belohnung, die uns nicht im Geringsten interessiert. Ja, oder eine Belohnung, die vielleicht so schwer zu erreichen ist, dass man gar nicht weiß, wie man handeln soll. Hat man vielleicht schon so viele Defizite angehäuft beim Lernen, dass man gar nicht weiß, wie man jetzt von der Action überhaupt zu diesem Pokal kommen soll. Oder eine Belohnung, die immer wieder die gleiche ist. Janik, ich sehe dich jetzt hier. Du isst du gerne Süßigkeiten? Ich gucke gerade da runter. Ja, okay. Lieblingssüßigkeit? Das sind Gummibärchen, oder? So Haribo, oder? Okay, alles klar. Wir gehen mal von Haribo einfach. Wir nehmen jetzt mal Haribo-Gummibärchen. Es waren nicht nur Gummibärchen, es war so ein Gemischzeug, aber wir gehen davon aus, Haribo-Gummibärchen, das ist deine Lieblingssüßigkeit. So, du gehst an den Küchenschrank, da liegt eine Tüte Haribo-Gummibärchen drin. Die isst du auf, oder? Innerhalb von einer Stunde. Alles klar, ist realistisch, ist hervorragend. Ist nicht abgesprochen, aber es passt wunderbar. Das heißt, am nächsten Tag gehst du wieder hin, du machst den Küchenschrank wieder auf und wieder eine Tüte drin, die isst du auch. Wie lange machst du das mit? Eine Woche? 2? 3? Glaubst du nicht, dass dir irgendwann langweilig wird? Ich habe einmal eine Person gefunden, die gesagt hat, Herr Karg, bei mir klappt das nicht, ihr seid 30 Jahren jeden Morgen Nutella-Brot. Eine Person habe ich getroffen. Alle anderen haben irgendwann zugegeben und gesagt, ja, okay, das mache ich vielleicht 5 Wochen mit. Janik, vielleicht machst du es auch 6 Wochen mit, aber irgendwann sagst du, ich brauche den Küchenschrank nicht mehr zu öffnen. Ich weiß, was drin liegt.
die Belohnung interessiert mich nicht mehr. Da kommen mehrere Mechanismen jetzt ins Spiel. Einmal die Ratte auf der rechten Seite. Da gab es den lieben Herrn Skinner, der hat ein Experiment durchgeführt mit der Skinner-Box. Ja, der hat Ratten eingesperrt und die haben auf den Knopf gedrückt. Und dann kam die Belohnung raus. Und die haben dann mal festgestellt, wenn die Belohnung variabel ist, dann nimmt die Lust der Ratten auf den Knopf zu drücken nicht so stark ab, wie wenn immer die gleiche Belohnung rauskommt. Heißt, wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich nicht weiß, welche Belohnung kommt, wenn ich nicht weiß, liegt jetzt eine Tüte Haribo im Küchenschrank? Ist es jetzt eine große Tüte Haribo? Ist es eine kleine Tüte Haribo? Ist es Haribo? Ah, ist es vielleicht Lakritze, was ich nicht so mag? Ist es vielleicht eine besondere Halloween-Ausgabe von Haribo? Dann ist die Bereitschaft, diese Tür zu öffnen, viel, viel höher. So funktioniert Glücksspiel wunderbar. Dieses Pull to Refresh, ja, das ist so ein Mechanismus, der bei ganz vielen Apps relativ gut funktioniert. Das ist immer dieses Glücksspiel. Ich nehme jetzt mal einfach diese, fast schon Bild-Zeitungsniveau, aber die NTV-App. Mal gerade gucken, wo bin ich? Meine Kamera. Siehst du das, Yannick? Siehst du meine App hier? Nee, oder? Ah, verdammt. Verdammt, okay. Dann brauche ich hier gar nicht so rumzutun, das ist okay. Alles klar, also der Push-Refresh-Modus ist der Modus, wenn man eine App öffnet und dann zieht man diese App nach unten und dann sehen Sie oben so eine Aktualisierung. Und Sie glauben gar nicht, wie oft ich dieses Ding gezogen habe bei der NTV-App, als es gerade um das Impeachment von Donald Trump ging, weil ich die ganze Zeit auf meine Belohnung, auf meinen Reward gewartet habe und dachte, hey verdammt, hoffentlich fliegt der jetzt bald raus. Das heißt, ich habe alle 10 Sekunden an diesem Hebel vom einarmigen Banditen gezogen, in der Hoffnung, dass da irgendwas passiert, weil ich wusste nicht, was passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage jetzt nicht, dass wir unseren Unterricht auf Glücksspielmodus umstellen müssen. Darum geht's nicht. Wäre vielleicht manchmal gar nicht schlecht, ja. Aber wenn ein Schüler schon weiß, in der Schule wird nach dem Prinzip gehandelt, nicht geschlagen ist genug gelobt und das ist die einzige Belohnung, die er dort vorfindet, dann hat man doch irgendwann keine Lust mehr. Wenn ich jetzt aber weiß, und jetzt nehmen wir mal so ein Extrembeispiel auf der anderen Seite, ja, Dragon City. Mobile Spiele, bitte, müssen Sie nicht kennen. Ja, Dragon City ist so das Schlimmste, was ich echt gefunden habe. Ich glaube, fünf Klicks auf dem Bildschirm bescheren mir schon Level 2 ein wunderbares, buntes Feuerwerk und mein Drache schlüpft aus dem Ei. Ja, ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich 5-mal auf den Bildschirm drücke, aber es passiert was. Ich kriege vielleicht eine neue Waffe. Ich kriege vielleicht, keine Ahnung, einen neuen Skin bei Fortnite. Ich kriege vielleicht hier was und da was. Ich kaufe mir eine Lootbox. Ich habe keine Ahnung, was drinsteht. Natürlich sind das Elemente des klassischen Glücksspiels. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und dass Lootboxen meiner Ansicht nach, so wie sie in jetziger Form existieren, eigentlich abgeschafft gehören, brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Aber es geht einfach nur um diesen Mechanismus. Wie kann man verstehen, warum Kinder und Jugendliche digitale Spiele um einiges attraktiver finden? Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, funktioniert es ja genauso bei uns auch. Dieses Pull to Refresh, ich will nur mal kurz gucken, ist noch eine Mail in meinem Postfach. Ich will nur mal kurz gucken, kam gerade noch eine Nachricht auf WhatsApp. Ich will nur mal noch kurz gucken, gibt es vielleicht eine neue Schlagzeile oder sonstiges. Ja, also das ist ganz klar, nicht auf Kinder und Jugendliche zu beschränken, sondern müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen und sagen, diese Mechanismen haben wir ja eigentlich auch eher so gebaut. Letzter Punkt, wir können über das ganze Thema noch stundenlang reden, aber ein letzter Punkt, den ich mir jetzt hier noch mitgenommen habe, ist die Selbstbestimmungstheorie, um das relativ einfach zu erklären. Die Selbstbestimmungstheorie ist keine besonders neue Theorie. Die wurde schon Ende des letzten Jahrtausends formuliert und sehr vereinfacht, wirklich sehr vereinfacht dargestellt, sagt die Selbstbestimmungstheorie, wenn man diese drei Bereiche in Einklang bringt, also Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie, dann ist der Mensch motiviert. Das heißt, wenn sich ein Mensch kompetent genug fühlt, eine Lernkurve erlebt, die er meistern kann, und zwar nicht so viel zu einfach, sondern er fühlt sich genau kompetent, diese Aufgabe zu lösen. Genau richtig. Ja, dann ist er erstmal schon zufrieden. Dann ist er auch noch dazu sozial eingebunden. Das heißt, der Yannick merkt, okay, ich habe jetzt eine Aufgabe von unserem Prof gekriegt, die kann ich lösen, weil ich einfach total kompetent bin. Und meine Kommilitonen haben auch noch Bock auf die Aufgabe. Ich nehme jetzt nochmal dein Beispiel, was du mir vorhin erzählt hast, so ein Spiel zu programmieren. Das ist eigentlich ein super, ich darf das jetzt hier offen sagen, oder? Du studierst Medienwissenschaft und Medienpraxis, angewandt, ja, Medienpraxis, genau. Aufgabe, Spiel zu programmieren. Wenn es jetzt viel zu einfach wäre, das heißt, der würde jetzt sagen, hey, pass mal auf, nehmt ihr ein iPad, ladet euch Scratch Junior runter und du codest mal die Katze hüpfend, dann würdest du sagen, nee, ist ja viel zu einfach, möchte ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn es zu schwierig wäre, wenn du nicht kompetent genug wärst, die Aufgabe zu lösen, hättest du auch keine Lust. Also die Kompetenz muss genau stimmen, es muss genau richtig sein für dich. Deine Kommilitonen müssen beispielsweise auch mitmachen, dass dann nicht einer sagt, nee, habe ich keine Lust, so ist ja völliger Blödsinn. Also sie muss sozial eingebunden sein
und dann drumherum muss dann einigermaßen passen. Und ihr müsst einigermaßen autonom arbeiten können. Das heißt, da steht kein Prof, der die ganze Zeit euch über die Schultern guckt und sagt, ja, ich habe euch gesagt, ihr könnt alleine arbeiten, aber ich will schon, dass ihr es so und so und so macht. Das darf nicht sein. Und genauso darf man auch nicht zu autonom sein, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Rückfrage habt oder wissen wollt, wie irgendwas funktioniert, muss auch ein Ansprechpartner da sein. Ja. So, jetzt machen Sie das mal in der Klasse mit 33 Fünftklässlern. Da kommen 33 Fünftklässler aus völlig unterschiedlichen Grundschulen, kommen zusammen, egal welche Schulart. Völlig egal, welche Schulart. Ich komme aus dem Gymnasium, deswegen bleibe ich einfach mal da. Dann haben Sie 33 Fünftklässler und für die basteln Sie jetzt mal total super differenzierten Unterricht. Da legen Sie jetzt 33 unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen, die aus 33 unterschiedlichen Elternhäusern kommen, legen Sie Lernkurven hin oder Aufgaben hin, die genau richtig für Sie sind. Da können Sie nicht mit einem Tutorial von Call of Duty konkurrieren. Ja, das ist künstliche Intelligenz, die sich genau dem Können des Spielers anpasst. Das heißt, es gibt Schwierigkeitsgrade, die kann man hochsetzen, die kann man runtersetzen. Es gibt Hilfestellungen, die kann man einschalten. Rennspiele sind das beste Beispiel für eine wunderbar funktionierende Selbstbestimmungstheorie. Mario Kart beispielsweise. Ich kann mit meiner Tochter in der zweiten Klasse kann ich Mario Kart spielen, weil es so viele Hilfen gibt, die man so graduell einschalten kann, dass man da wunderbar mitkommt, dass man die Lernkurve so gestaltet, dass derjenige, der davor sitzt, Lust hat, dann auch da mitzuspielen. In der Schule ist das leider Gottes oft relativ schwierig, ja. Manchmal auch im beruflichen Kontext. Wenn man es dann nicht schafft, beispielsweise sein Team abzuholen bei der Arbeit, sein Kollegium abzuholen in der Schule, dann verlieren Menschen relativ schnell die Lust und die Motivation. Es war jetzt eine sehr schnelle Reise durch die drei Gebiete. Gerne nochmal Rückfragen stellen, aber wenn man diese Grundlagen so ein bisschen verstanden hat, stellt man sich die Frage, ja, ich weiß schon gar nicht, warum es überhaupt immer diese warum Kinder und Jugendliche schon wieder, was weiß ich, zum Handy greifen, zum iPad greifen, zur PlayStation greifen, kann man damit eigentlich relativ gut beantworten. Es gibt noch ganz viele andere Punkte, die man ansprechen könnte. Wie gesagt, es würde aber den heutigen Abend sprengen. Keine Fragen. Wunderbar. Meine Taktik geht auch immer ganz gut auf. Ich rede einfach so schnell, dass überhaupt keine Fragen entstehen. Klappt auch heute Abend wieder wunderbar. Gut. Teil 2, virtuelle Welten, digitale Spiele, man kann es nennen, wie man es möchte. Es geht aber darum, dass man mal in diese Welten überhaupt eintaucht. Ich verwende manchmal den Begriff virtuelle Welten oder soziale Spiele, manchmal sage ich auch digitale Spiele. Also da ist gar nicht ganz immer klar, worüber man eigentlich dann spricht. Ich rede gerne über soziale Spiele, wenn man so über Dinge wie Fortnite beispielsweise spricht, wo einfach Sachen zusammenkommen, dass sich Menschen online treffen und dann gemeinsam abhängen, kommen wir nachher nochmal dazu. Meine Lieblingsdiskussion, die ich bei diesen Workshops immer führe, die wir heute Abend, glaube ich, nicht unbedingt führen müssen, aber ich erzähle es immer so gern, wenn es dann um virtuelle Welten geht, ist ja oft immer diese Sportdiskussion. Ja, die führt man immer wieder. Und das ist dann eine wunderbare Diskussion, wenn es Elternabende sind zum Thema digitale Spiele und wenn der Männeranteil hoch ist. Leider Gottes erlebt man es gerade, also das ist jetzt angesprochen jetzt an Eltern, so wenn man dann sagt, ja, heute Abend mache ich es für die 7., 8. Klassen, es geht um digitale Spiele, dann kommen ja oft, werden dann die Mütter hingeschickt. Ja, weil der Vater dann sagt, oh, ich habe schon mal selber was gezockt, ich kenne mich da aus, geh du mal hin. Der Trick funktioniert dann häufig, wenn der Männeranteil sehr hoch ist. Ja. Da geht es immer darum, ja, und Herr Karg, das mit den digitalen Spielen, das finde ich ja Blödsinn. Das ist ja immer ganz furchtbar und dann sitzen die da und gucken sich das Zeug an. Ja, gucken sich das Zeug an. Wenn dann Leute von das Zeug sprechen, dann reden sie oft von Twitch oder von Let's Plays oder von, wenn digitale Spiele halt gestreamt werden. Wenn sie da eine Rückfrage haben, ich setze, glaube ich, ganz schön viele Begriffe voraus. Wenn da eine Rückfrage ist, gerne auch in den Chat schreiben, aber ich glaube, wenn wir hier beim Schiller Game Talk sind, sind solche Begriffe eigentlich klar. Wenn nicht, auch gerne in den Chat oder auch dazwischen einfach das Mikro anschalten, dazwischen grätschen. Also, da redet man immer davon, dass man, ja, diese Let's Plays, wenn mich da jemandem beim Spielen zugucke auf Twitch und sowas, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist eigentlich hier schon bestens dargestellt. Mir geht es überhaupt nicht darum, diese Diskussion dauerhaft zu führen. Das eine ist besser als das andere. Aber worauf man immer noch im Jahre 2021 stößt, ist tatsächlich dieser Glauben, dass es heißt, ja, wenn man Sport macht oder Sport schaut, ist das grundsätzlich besser als ein digitales Spiel. Ja, es ist ungefähr so, wenn Sie mit einem Querdenker über die Maskenpflicht diskutieren wollen. Da kommen Sie nicht weiter. Da sind zwei Positionen.
die sind so verfahren, dass da einfach gar nichts mehr passiert. Wobei ich jetzt echt sagen muss, also diese Diskussion läuft dann oft so ab, ja, ich kann es nicht verstehen, dass da jemand bei einem digitalen Spiel zuschaut. Und versucht man es erstmal normal, das sind virtuelle Welten, die man erleben möchte, man kann Dinge erleben, man kann andere Sachen anschauen. Ja gut, aber die gucken ja nur zu, die machen das ja nicht. Und dann bringt man auf diesen Vergleich, aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie gucken beispielsweise gern Fußball. Dann heißt es dann immer so, ja, aber das ist ja ein Sport. Dann sage ich, ja gut, aber Sie gucken ja auch nur Fußball an und beim anderen gucken Sie ja auch nur zu. Das heißt, Sie interessieren sich für den Sport und gucken sich den auf der Leinwand an oder jetzt auf dem Computer an. Wo ist jetzt da der Unterschied? Und dann ist mir am liebsten eigentlich, wenn die Menschen in die volle Falle tappen, ja, da stecken ja Firmen dahinter. Ja, bei den Computerspielen stecken ja Firmen dahinter. Und das ist dann immer so dieser Moment, auf den ich dann gewartet habe. Und dann sage ich immer, hier, wie auf der rechten Seite, ist total super, dass die FIFA so ein gemeinnütziger Verein ist. Ja, das freut mich immer sehr. Dann kommt es immer zum Schluss. Also will man sich wirklich jetzt hinstellen im Jahre 2021 immer noch sagen, dass es besser ist, 22 völlig überbezahlten Vollpfosten zuzuschauen, die im Stück aufgeblasenem Leder hinterherrennen, als irgendwelchen Leuten zuzuschauen, die Videospiele auf Twitch spielen. Man kann ihnen dabei zugucken. Also wer sind wir denn, dass wir darüber urteilen? Ja, nur weil wir damit nicht groß geworden sind. Ich meine, wenn man sich im Moment mal bei Twitch umschaut, findet man auf der Startseite im Moment Ludwig. Natürlich nochmal eine andere Sache. Ja, Ludwig, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Ludwig ist der Typ, der schon seit mehreren Tagen jetzt dauerhaft so Big Brother-Style online ist. Wer ihn noch nicht kennt, gern nebenher mal googeln. Ludwig Aren, irgendwas, aber mit Ludwig und Twitch googeln, finden Sie ihn auf jeden Fall. Das ist natürlich wieder so eine Perversität, ja. Der sagt, ja, aber das ist ja furchtbar, das ist ja die Plattform. Dann sage ich, ja gut, haben Sie schon mal in letzter Zeit RTL 2 und Big Brother eingeschaltet? Was gibt es überhaupt noch? Ja. Worum es mir geht, ist nicht diese Diskussion zu führen, das eine ist besser als das andere oder das eine ist schlechter als das andere. Wie ich es aber vorhin schon gesagt habe und nachher auch nochmal in den Thesen darstelle, sind digitale Spiele und virtuelle Welten ein Teil oder ein Hobby von vielen, die nebenher existieren müssen. Ein großer Vorteil von digitalen Spielen oder generell von virtuellen Welten oder auch, sagen wir mal, sozialen Spielen jetzt, ist der Vorteil hier. Ja, denn den rechten Typ oder das rechte Nebenwesen kann man jetzt, hat jetzt einen Laptop vor sich aufgestellt, wahrscheinlich soll der Strich ein Laptop sein, kann man jetzt generell aber so als diese einseitige Unterhaltung nochmal nehmen. Ob das jetzt ein Laptop ist oder einfach nur ein Fernseher für dieses lineare Fernsehen, das tatsächlich ja manche Menschen noch so gucken mit ZDF, ARD, RTL und Sat.1 und sonstiges, ja. Das symbolisiert dieses einseitige Lernen, dieses eindimensionale, aus der einen Richtung. Lehrerinnen und Lehrer gehen leider immer noch zu stark von der Annahme aus, dass sie diejenigen sind, die mit der Flagge in der Weisheit voranlaufen. Das heißt, das Wissen kommt aus einem Apparat, die Unterhaltung kommt aus einem Apparat, man kann aus einer Richtung lernen. Da steht jemand, beziehungsweise hier jetzt der Laptop, vielleicht für den Distanzunterricht, und da kommt das Wissen raus. Derjenige, der passiv auf dem Stuhl sitzt, nimmt das Wissen auf. So funktioniert Lernen nicht. Das weiß man, aber man tut oft nichts dagegen. Lernen läuft oft ab, wie man beispielsweise auch in virtuellen Welten lebt. Kommen wir nachher nochmal dazu. Aber das Links wäre jetzt ein wunderbares Beispiel für, suchen Sie sich aus, was Sie am liebsten wollen, für ein Klassenzimmer, für eine Freiarbeitsphase, für eine Gruppenarbeitsphase. Und da kann man noch viel mehr Pfeile nochmal einbauen. Wer lernt denn von wem? Ich habe mich früher lang gegen diesen Begriff gewehrt, dass Lehrer jetzt Lernbegleiter sein sollen. Ja, das ist ja völliger Blödsinn. Aber je weiter die Zeit voranschreitet, umso eher ist dieser Begriff sinnvoll. Die Pfeile, die hier zählen, müssten noch weiter nochmal verteilt werden. Kinder und Jugendliche lernen voneinander. Und genauso gut erfahrenere Spieler als unter den Zuhörern werden auch wissen, es könnte genauso gut eine Raid-Situation in einem Online-Spiel sein oder eine Gruppensituation oder was weiß ich, eine Absprache in irgendwas. Eine Gruppe spielt zusammen und überlegt, wie sie jetzt dort gemeinsam vorgeht. Und virtuelle Welten tragen diesen Prinzip oft viel besser, lassen dieses Prinzip oft viel besser zur Geltung kommen. Bin ja nicht so ein Zitat-Fan, obwohl ich Deutschlehrer bin, aber das musste dann dennoch sein. Also die Folien können Sie gerne auch noch im Anschluss dann zum Download bekommen, das ist auch nochmal verlinkt, aber lesen Sie selber kurz durch. Das war so meine Lieblingsdiskussion mit der Videospielsucht, mit der Computerspielsucht. Denn im Grunde funktioniert ein gutes MMO, also ein Online-Rollenspiel, eher wie ein Online-Spiel mit vielen Menschen, eher wie ein, nicht nur Rollenspiel, sondern ein Online-Spiel, genau, wie ein Bolzplatz und weniger wie ein Merkur-Spielautomat. Also Merkur-Spielautomat hatten wir vorhin mit diesem einarmigen Banditen. Wie gesagt, es geht um diesen Bolzplatz, an dem man sich vielleicht, also wir haben uns früher mal samstags auf dem Bolzplatz getroffen, zum Kicken, haben wir natürlich den Eltern gesagt, wir gehen da hin und kicken.
Ja, von den 2-3 Stunden, die man auf dem Bolzplatz saß, hat man vielleicht eine halbe Stunde gekickt. Dann hat man noch eine halbe Stunde irgendwas anderes gemacht und nochmal 2 Stunden sich unterhalten und gequatscht und saß einfach dann da. Man trifft sich, man unterhält sich. Und so funktioniert auch beispielsweise, also Fortnite. Vielleicht kann man den Namen auch nicht mehr hören, aber Fortnite ist ein Spiel, das mittlerweile schon seit 4 Jahren recht erfolgreich ist, immer noch erfolgreich, obwohl schon viele abgeschrieben haben. Aber es hat aus vielerlei Hinsicht einiges richtig gemacht. Und da gibt es auch Untersuchungen, die beispielsweise dann so aufzeigen, wie viel Zeit überhaupt im Spiel verbracht wird. Das heißt, man loggt sich in einem Spiel ein und dort ist erstmal alles da. Das heißt, wenn wir früher miteinander sprechen wollten über Spiele, haben wir TeamSpeak gebraucht. Oder wir hatten irgendwie eine andere Unterhaltungsplattform gebraucht, dass wir da miteinander reden konnten. Es war gar nicht so einfach, das überhaupt zum Laufen zu bringen. Und mittlerweile, gerade bei Fortnite, jetzt hat man die Möglichkeit, über einen eingebauten Sprachchat direkt, also mein Sohn stöpselt sein Headset direkt in seine Switch und ist sofort mit seinen Kumpels dann verbunden und kann sich dann direkt mit ihnen dann dort unterhalten. Ja. Genau so ist dann das, wie es dann eigentlich auch funktioniert. Diese sozialen Gegebenheiten, die Sie jetzt hier nochmal gesehen haben, in diesem Zusammenhang, dass man sich unterhält, dass man voneinander lernt, dass man Dinge bespricht. Als ob man sich dann eben am Samstag auf dem Bolzplatz treffen würde. Und dann kommt auch die Diskussion, gerade an diesem Punkt, warte ich auch jetzt hier, dass man sagt, ja, aber... Ja, die sollen doch lieber rausgehen und sich draußen treffen. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal, es geht hier nicht darum zu sagen, ein virtueller Bolzplatz ist besser als ein physischer. Darum geht es nicht, aber man muss in der Lage sein zu akzeptieren, dass es mittlerweile mehrere Bolzplätze gibt, dass es einen Bolzplatz gibt, bei dem man sich virtuell trifft und dass es einen Bolzplatz gibt, bei dem man tatsächlich wirklich vor Ort ist. Was es dann wirklich für Auswirkungen haben kann, sieht man auch nochmal ganz gut. Wie gesagt, bleiben wir an der Stelle nochmal bei Fortnite. Danach werde ich es nicht mehr erwähnen, keine Angst. Also die 2017 bezieht sich jetzt nicht auf diesen Screenshot, sondern darauf, wann es rausgekommen ist, war im Jahr 2017. Sehen hier Travis Scott, einen US-amerikanischen Rapper, der dann der zweite Künstler war, der in Fortnite tatsächlich eine Show abgeliefert hat. Der erste war Marshmello, ein bisschen vor ihm. Also Travis Scott hat es im Jahr 2020 gemacht. Ich glaube, Marshmello war 2019 oder 2018 schon da. Die geben quasi virtuelle Konzerte im Spiel. Das heißt, man kann sich dann dort einloggen und kann dann gemeinsam mit anderen Menschen dieses Konzert angucken. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, aufs Spiel zuzugreifen, aus welchem Grund auch immer, weil man noch vielleicht in der Warteschlange hängt, weil die Server überfüllt sind, kann man natürlich das Ganze nochmal ad absurdum treiben. Was man dann wirklich erstmal jemand erklären muss, dass man auf Twitch einem anderen zuschaut, der diesem Event wiederum zuschaut. Ja, sein Lieblings-YouTuber beispielsweise, Standard Skill, der dann innerhalb des Spiels sich nochmal dieses Konzert auch dann anschaut. Das ist wieder, als ob man gemeinsam auf einem Konzert gewesen ist, als ob man gemeinsam eine Fernsehsendung geschaut hat. Es war ungefähr dann so, wenn wir, ich glaube, Dienstagabend kam es immer, Alf im Vorabendprogramm ZDF. Ja, ZDF kam Alf, weiß nicht, ob Sie den noch kennen, schon eine ganze Weile her. Dieser Außerirdische, dieser Teddybärenartige Außerirdische. Da hat man abends die Folge geguckt und am nächsten Tag hat man sich getroffen und darüber gesprochen. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Genauso ist das hier, nur dass es mittlerweile durch digitale Plattformen nochmal einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt wird. Gerade zum Thema Nischendasein, was ich vorhin am Anfang meinte, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Das ist nur mal so ein Vergleich. Irgendwie die Zahlen kann ich mir einfacher merken als die von Travis Scott, weil die Shows von Travis Scott, die waren über mehrere Tage verteilt. Das virtuelle Konzert von Marshmello damals, das war ein einmaliges Ereignis. Also wenn man so vergleicht, World of Warcraft, der Platzhirsch unter den Online-Rollenspielen, hatte zur Höchstzeit ca. 12 Millionen zahlende Abonnenten. Die haben aber nie zeitgleich auf den Servern gespielt. Ja? Und zum virtuellen Konzert von Marshmello waren circa 12,5 Millionen Menschen zeitgleich auf den Servern. Das heißt, man muss mal ungefähr sich mal vorstellen, was da überhaupt auch für eine Infrastruktur dahinter steckt, wie das mittlerweile auch überhaupt in der breiten Masse angekommen ist. Wir brauchen nicht drüber zu sprechen, tun es aber trotzdem, weil es selbstverständlich auch dazugehört, dass es natürlich auch Dinge gibt, die nicht okay sind. Ja, das ist immer meine Lieblingsdiskussion. Ja, es gibt gewaltverherrlichende Spiele. Ja, es gibt Spiele, die Suchtmechanismen eingebaut haben. Ja, es gibt Spiele, die so nicht sein sollten. Kann man unter anderem hier auf solchen Seiten dann nachlesen, diesen Dark-Pattern.games beispielsweise. Dark Pattern, also dunkle Muster, sind so Stolperfallen, die die Entwickler eingebaut haben,
bestimmten Plattformen oder in bestimmten Spielen, die so schwierig zu verarbeiten sind. Das heißt, so ein klassisches dunkles Pattern, was Sie jetzt vielleicht auch kennen, ist dann eher so ein, versuchen Sie mal erfolgreich auf einer Mobilfunkanbieter-Webseite den billigsten oder den besten Tarif zu finden oder versuchen Sie mal dort erfolgreich Ihren Mobilfunkvertrag zu kündigen. Das wäre so ein klassisches eingebautes Dark Pattern. Ja? Genauso wie dieses wenn wir jetzt mal die Supercell-Spiele nennen, Clash of Clans, Clash Royale oder Brawl Stars, so dieses, dass der Algorithmus dafür sorgt, dass ich erstmal ein paar Spiele gewinne und danach mich nur noch gegen Gegner spielen lässt, die Pay-to-Win betreiben, das heißt, die Echtgeld beispielsweise ins Spiel stecken und sich dadurch spielerische Vorteile erkaufen. Und dann lässt er mich natürlich die ersten 5 Runden gewinnen, danach die nächsten 25 verlieren. Das ist so den Reiz in den Kindern und Jugendlichen weg, ja, jetzt will ich aber auch Geld ausgeben. Diese Spiele gibt's, ja, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die gibt's, die Mechanismen sind da, aber auch hier ist es jetzt nicht das ist ja furchtbar, das liegt jetzt nur an digitalen Spielen. Ich hatte lustigerweise heute Mittag mit meinem Sohn die Diskussion über Bücher, weil er jetzt an ein Hörbuch gelangt ist, das absolut nicht für sein Alter ist und er hat gesagt, ja, aber woher weiß ich dann das? Ja, woher weiß ich, dass es echt voll ist mit Schimpfworten, weil er hat einen Spotify-Account. Und er hat es dann auf das Hörbuch dann dementsprechend bezogen. Ich meine, ja, bei Büchern ist es leider Gottes wirklich tragisch. Es gibt gewaltverherrlichende Bücher, es gibt Bücher mit genug Frauenverachtung, dass es nur kracht. Es gibt gewalttätige Bücher, es gibt pornografische Bücher. Aber komischerweise müssen wir dann nicht jedes Mal die Diskussion wieder von vorne anfangen. Ja, sondern die Dinge gibt's, das ist klar. Wie ich vorhin gesagt habe, digitale Spiele sind ein Medium von vielen und auch dort gibt es die schwarzen Schafe. Und die muss man erkennen. Und dann greife ich nochmal eine These vorweg von später. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sido hat das mal ganz schön in einem, ich glaube, in seinem schlechten Vorbild-Song hat er das gesagt. Ja, woher soll ich wissen, was gut ist, wenn nichts schlecht ist? Wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. Ja, das heißt, wenn jemand da ist, der anderen Menschen erklärt, was schön sein kann oder was weniger schön sein kann, woher sollen es Kindern dann wissen? Wenn ich meinem Sohn nicht erkläre, was ein dunkler Mechanismus in seinem Brawl Stars ist, dass da eine KI ankommt oder ein Algorithmus ankommt und ihn 5-mal gewinnen lässt und danach 10-mal verlieren, woher soll er dann wissen, wie er damit umgehen kann? Und wenn ich dann immer noch im 21. Jahrhundert, im Jahre 2021 Eltern erlebe, die sagen, ja gut, mein Sohn darf sich jetzt mal ein Spiel seiner Wahl runterladen im App Store, weil es ja kostenfrei ist und die Begriffe Ingame-Käufe immer noch nicht kennen. Das ist tatsächlich dann so ein bisschen tragisch. Mittlerweile, ich rate Eltern, wenn sie dann fragen, ja, was darf mein Kind denn spielen, rate ich grundsätzlich dazu, kaufen Sie Ihrem Kind eine Konsole oder kaufen Sie Ihrem Kind tatsächlich einen Laptop und lassen Sie die Finger von mobilen Spielen. Hauptsächlich mobile Spiele, jetzt auf iPad oder iPhone oder generell Tablet und Smartphone, haben häufig diese Mechanismen auch eingebaut. Und wenn Sie mal in den App Store schauen oder den Google Play Store, finden Sie ganz viele Spiele, die kostenfrei runterzuladen sind, aber jede Menge In-App-Käufe dann dementsprechend dann auch anbieten. Letzter Punkt zum Thema virtuelle Welten oder digitale Spiele so als solche Welten. Was dann, also als auf der anderen Seite widersteht, sind die absoluten Positivbeispiele, jetzt natürlich auch gerade jetzt in Corona-Zeit. Oben links finden Sie ein Beispiel aus Japan, unten rechts nochmal eins aus, ich glaube, aus England oder aus den USA. Da wurden dann Welten erschaffen, um dort die Zeugnisübergabe nachzuholen, die so nicht möglich war. Ja, das ist kein Einzelbeispiel, das hat man in vielen Gegenden dann auch so gemacht. Und da bieten natürlich dann virtuelle Welten auch ganz viele Möglichkeiten. Und wie man dann dort in diesen Welten dann dementsprechend auch noch lernen kann, das gucken wir uns dann auch in Teil 3 dann nochmal an. Ich sage gerne Fragen stellen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas unklar war, auch gerne widersprechen. Weiß nicht, ob an dieser Stelle nochmal eine Begriffsklärung notwendig ist. Also es werden immer zwei Begriffe verwendet und oft werden die Begriffe auch durcheinander geschmissen. Der eine Begriff ist der Begriff der Gamification und der andere Begriff ist Game-Based Learning. Und ich weiß jetzt gar nicht so ganz, der Vortrag heißt Game-Based Learning, aber ich weiß gar nicht so ganz, Yannick, zum Beispiel wird sowas bei euch thematisiert? Also habt ihr schon mal über die Unterschiede gelesen oder gehört oder wird darüber gelehrt? Okay. Dann schiebe ich eine ganz kurze Begriffsklärung ein. Also
Bis vor kurzem wurde tatsächlich alles, was irgendwie mit Games zu tun hat, in einen Topf geschmissen, dann wurde kräftig rumgerührt und mancher hat gesagt Gamification, mancher hat gesagt Game-Based Learning und das ist fatal. Gamification ist eine ganz fiese Nummer, war so ein Hype im pädagogischen Kontext und ist an vielen Ecken immer noch so ein Hype. Super, wir gamifizieren jetzt mal alles. Ja, auch im beruflichen Kontext super, wenn man etwas gamifiziert, dann wird es gleich einfacher. Im schulischen Kontext ist es mit Verlaub gesagt nichts anderes als Veräppelung von Kindern und Jugendlichen. Gamification jetzt im Vergleich zu Game-Based Learning heißt, Gamification ist, ich verspiele etwas. Das heißt, ich nehme einen klassischen Lerninhalt, packe den in ein Spiel und verkaufe dadurch meinen Schülern das, als ob es total hip und cool ist. Das heißt aber, mit dieser neuen Schule, mit diesem neuen Lernen, hat es überhaupt nichts zu tun. So ein klassisches Beispiel wäre Vokabelfußball. Ja, der Lehrer steht an der Tafel, ein Lehrer. Das ist die ganze Klasse. Ein Lehrer steht dann da und hört dann nacheinander, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also Vokabelfußball, man teilt die Klasse in zwei Teile und dann wird immer ein Schüler eine Vokabel gefragt. Wenn er die weiß, dann rutscht so dieser Ball auf der Tafel ins andere Tor und wenn man dann den Magneten im Tor der anderen Mannschaft hat, kriegt man einen Punkt. Ja, das heißt, ich habe einen Lerninhalt genommen, die Vokabeln und habe den gamifiziert mit einer Spielkomponente gemischt und erkläre dadurch, hey super, total hip, das machen wir jetzt so. Das ist nichts anderes, meiner Ansicht nach, wenn man es nicht richtig anwendet, als Schüler für dumm verkaufen. Man sagt, ich bringe dir etwas bei, was immer noch so trocken ist wie vorher oder was vielleicht auch immer noch gar nichts mit deiner Lebensrealität zu tun hat. Ich verpacke es aber in ein Spiel und deswegen nimmst du es auf. Game-Based Learning ist ein anderer Ansatz. Game-Based Learning sagt, durch das Spielen von Spielen kann man lernen. Das heißt aber nicht, dass ich Lerninhalte in ein Spiel verpacke, sondern dass ich durch das, und das greifen wir nochmal vorne weg, wer es nicht kennt, Reality is Broken von Jane McGonigal. Absolut grandioses Buch zu lesen, wobei sie die Begriffe auch nicht immer trennscharf verwendet. Aber dort beschreibt sie auch relativ gut, wenn man die Problemlösefähigkeit, die man bei einem World of Warcraft Raid lernt, wenn man die aufs echte Leben übertragen könnte, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Das heißt, damals, zu Zeiten des Buches, gab es noch 40er Raids. Das heißt, da haben sich 40 Menschen zusammengetan, um gemeinsam ein Problem zu lösen. Sie haben sich abgesprochen. Da gab es verschiedene Rollen. Da waren die einen Tanks, die anderen waren die Heiler, die anderen haben den Schaden gemacht. Und dann hat sich abgesprochen, wer welche Rolle übernimmt, wie in einem Team. Ja, der eine sorgt für die Präsentation. Also es ist nichts anderes. Überlegt mal, Janik, wir hatten es vorhin kurz von Scrum. Ja, das sind also Ansätze, der eine kümmert sich um das, der andere bringt dieses Element mit. Dann gibt es nochmal einen Leiter, der darauf achtet, dass jeder in seiner Position ist. Genau das, wenn man es schafft, diese Problemlösefähigkeit aufs echte Leben zu übertragen, dann sagt sie, wäre die Welt ein besserer Ort. Und das wäre jetzt so ein ganz klassisches Beispiel für Game-Based Learning. Das heißt, in World of Warcraft sind ja keine Vokabeln versteckt. Ja, da ist ja nicht irgendwie geheime Geografiekenntnisse werden da abgefragt, im Spiel also nicht gamifiziert, sondern durch das Spielen eines Spiels, durch die Mechanismen, die diesem Spiel innewohnen, lernt man. Und das ist Game-Based Learning, wie gesagt, im Vergleich dazu zu Gamification. Also ich brauche es jetzt nicht in die Kamera halten, weil es eh keiner sieht. Ich habe die Quelle unten angegeben. Es ist ein recht teures Buch, aber es hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und es ist auch eins der wirklich seltenen Bücher zum Thema Game-Based Learning. Es gibt überhaupt nicht viel Literatur dazu. Das ist so ein klassisches Studienbuch, das kostet leider 100 Euro, aber es lohnt sich tatsächlich. Vor allem, wenn man sich dann irgendwie gemeinsam anschafft. So ganz oldschool habe ich das noch als Buch, das Handbuch, das Game-Based Learning. Im deutschen Sektor findet man leider eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern findet man keine wirklich seriöse Literatur dazu. Und die haben einen ganz cleveren Ansatz gewählt. Ich habe mich oft auch rumgeschlagen, wie man da nochmal rangeht und sowas nochmal erklärt oder nochmal darstellt. Und die haben den folgenden Ansatz gewählt. Die haben sich überlegt, okay, wie kann ich denn das am besten nochmal darstellen? Und die haben es nach Funktionen geteilt. Also wie kann man in Spielen tatsächlich lernen? Und haben, ist nicht immer genau trennscharf, diese Bereiche, aber die haben es so aufgeteilt, dass man sagt, okay, manche Spiele bereiten auf das Zukünftige, auf die Zukunft vor. Ja? Preparing for future learning, auf die Zukunft bereiten die vor, vielleicht ohne es zu wissen. Und keine Angst, wir schauen uns die Bereiche gleich nochmal im Einzelnen an. Haben gesagt, okay, was es auch noch gibt, ist das Learning New Knowledge and Skills, dass man halt einfach völliges neues Wissen lernt und so ein bestimmtes Skillset, so ein klassisches Learning New Knowledge, also neues Wissen lernen, ohne es jetzt zu gamifizieren, wäre beispielsweise Assassin's Creed. Also sagt, okay, da lerne ich tatsächlich noch, wenn es einigermaßen geschichtsgetreu gebaut ist, über Kleopatra, über historische Zusammenhänge oder sonstiges.
Das andere wäre dann Practicing and Reinforcing Existing Knowledge and Skills. Hört sich super seriös an, ja. Also üben und oder verstärken von bereits erworbenem Wissen und Skillsets. Das einfachste und banalste Beispiel wäre hier Fruit Ninja. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Ein Lieblingsspiel meiner Tochter, Fruit Ninja, ist ein Spiel, da fallen, also spielen wir immer auf dem Tablet, fallen Früchte runter und sie schneiden die Früchte mit dem Finger durch, so ein Reaktionsspiel. Das heißt, dieses Reinforce, also das Verstärken von Skills, die man schon hat, Reaktionsfähigkeit, ja, sind die einfachsten Dinge dann auch nochmal, die dann dabei sind. Und das Letzte ist Developing Learning and Innovation Skills, also Lernfertigkeiten und innovative Fertigkeiten nochmal lernen, also Kollaboration, Problemlösefähigkeit. Das wäre jetzt so ein Funktionsbereich, in dem man dann auch nochmal World of Warcraft dann zuordnen würde, beispielsweise, ja, oder auch noch andere. Die gucken wir uns jetzt alle vier im Einzelnen nochmal an. Wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne auch jederzeit nochmal dazwischen gehen. Wir haben jetzt für jeden Bereich ein oder zwei Beispiele rausgesucht und ich glaube, jeder, der sich schon mal mit digitalen Spielen beschäftigt hat, dem fallen auch nochmal zwei oder drei weitere für diesen Bereich ein. Beim Preparing for Future Learning geht es darum, dass man unterbewusst Dinge wahrnimmt, die man gar nicht so wirklich beschreiben kann. Also World of Goo, komischerweise habe ich immer ganz viele Spiele aus dem Jahr 2008 oder 2010, 2012 gefunden. Das war auch so meine Spielzeit, in der ich am meisten gespielt habe. Bei World of Goo geht es darum, dass man diese schwarzen Kugeln steuern kann. Und diese schwarzen Kugeln, die verbinden sich miteinander. Und dann geht es darum, dass man von einem Ort zum anderen kommen muss. Und Sie sehen, hier ist eigentlich auch schon ganz gut, woraus hinausläuft. Wenn man, da muss eine Brücke, oder oft muss man eine Brücke bauen, dann eine Konstruktion bauen, die dann irgendwo steht. Das heißt, ohne es eigentlich wirklich zu wissen, ohne die Begriffe Statik oder den Begriff Statik beispielsweise in den Mund zu nehmen, lernt man eigentlich relativ schnell, wie diese Konstruktion funktionieren kann, dass es steht. Ja, es gibt ewig viele Beispiele dieser Art. Es gibt ja, Constructor, Bridge Constructor, gerade diese klassischen Spiele, wie baue ich eine Brücke, dass sie einigermaßen steht. Ist nichts anderes als das, wenn Sie mal 5, 6 Siebtklässler im BK-Unterricht dann bestaunen, ich weiß gar nicht, ich bin kein Kunstlehrer, aber dieser Klassiker ist, wir bauen eine Brücke. Ja, und das wäre jetzt so ein Beispiel, über Statik zu lernen, ohne den Begriff überhaupt wirklich so in den Mund zu nehmen. Ja, also dieses für das zukünftige Lernen, wie baue ich etwas mit diesen Querverstrebungen, dass es tatsächlich funktioniert. Und wenn man es jetzt mal so sinnvoll weiterdenkt, wenn ich jetzt nochmal an meine ersten Gehversuche zurückdenke, als ich angefangen habe, mit dem ersten Holzunterstand aus Holz zu bauen, sind es genau diese Querstreben, die man hier gebraucht hat, dass das Ganze richtig konstruiert wird, die einem später bei einer echten Holzkonstruktion tatsächlich wieder das Leben retten. Ich glaube, der Bereich ist relativ einfach auch gewesen. Interessanter wird es auch nochmal hier bei Learning New Knowledge and Skills. Da geht es tatsächlich darum, wirklich das neue Wissen oder neue Skills nochmal zu lernen. Hier könnte man sagen, okay, das ist ja natürlich nicht so, also da ist ein Bereich, der nicht ganz trennscharf ist. Ja, mit Skills wäre hier auch nochmal Reaktionsfähigkeit beispielsweise bei Mario Kart, aber vielleicht in der Art und Weise, die man vorher halt nicht unbedingt kannte. Mit Knowledge hat das Beispiel weniger zu tun, es kommt gleich nochmal. Aber hier wäre jetzt nochmal mit New Skills, wer noch nie ein Rennspiel beispielsweise gespielt hat, wird am Anfang erstmal seine Probleme damit haben. Man hätte aber hier auch nochmal an der Stelle vielleicht auch nochmal jedes x-beliebige dreidimensionale Spiel nehmen können. Wenn ich mal überlege, wie meine Frau am Anfang Probleme hatte, sich überhaupt in der Ich-Perspektive dreidimensional in der Welt zu bewegen, wäre das genau das, ja, mit einem neuen Skillset, das man eben genau dort lernt. Also Bewegungsabläufe, die man sonst vielleicht im alltäglichen Umgang ohne digitale Spiele vielleicht so auch nicht gelernt hätte. Das Learning New Knowledge lässt sich am besten, ich habe es vorhin schon angedeutet, gerade mit so Assassin's Creed Spielen nochmal zeigen. Ja, da weiß nicht, ob Sie die Serie kennen. In den letzten Teilen gab es auch nochmal immer so einen Entdecker-Modus, wo man dann die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, außerhalb des Spiels, da sind die, ich glaube, normalerweise ab 16 die Teile, aber da hat man auch die Möglichkeit, den Entdecker-Modus zu starten und kann dann innerhalb dieser Welt, die dann auch im Spiel normalerweise gezeigt wird, so einen Entdecker-Modus durchlaufen. Das heißt, hier geht es dann bei Origins, das Spiel dann im alten Ägypten, hat man die Möglichkeit, sich nochmal in die Pyramiden hineinzubegeben. Das heißt, man steuert seine Figur dann und kann dann auch als Kleopatra oder als Cäsar, kann sich dann da nochmal mit der entsprechenden Biografie eine historische Gestalt aussuchen und kann dann da nochmal die ganzen Örtlichkeiten dann auch bereisen. Also der Klassiker jetzt für Learning New Knowledge. Natürlich dann so ein bisschen, geht natürlich dann so fließend über in den Bereich der Gamification, wenn man dann sagt, ja gut, da habe ich jetzt eigentlich Lerninhalte verpackt. Ja,
ja, da ist es auch nicht immer so ganz trennscharf dann zu sehen. Was Sie hier sehen, ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt schon mal so gesehen haben, ist die erste Fassung von Tetris tatsächlich. Und bei Tetris schreibe ich jetzt keinen Publisher dazu. Wenn Sie es hier sehen, da steht Alexei Paschitnov dabei, der das Spiel erfunden hat, 1984 auf einem uralten Computer. Und tatsächlich wäre jetzt Tetris so ein Beispiel für diese Skills, die man vielleicht schon hat. Ja, das ist nämlich dieses Denken in Formen, dieses geometrische, die vielleicht die geometrische Vorstellungskraft. Könnte man natürlich so sagen, gut, für manche Menschen wäre es jetzt eher beim Bereich von gerade eben zu sehen mit den neuen Skills, aber hier für mich wäre es jetzt so als Beispiel zu sehen für existing Skills, die man da einsetzt und sagt, okay, wie kann ich denn damit dann dementsprechend dann auch umgehen? Und Tetris ist eins der, finde ich, eins der absoluten Klassiker-Spiele, die man im Bereich Game-Based Learning dann nennen muss. Ja? Das heißt, wie kann ich mit Formen umgehen? Wie passen die Formen ineinander? Genauso, wenn Sie es nochmal mit klassischen Lerninhalten vergleichen, ist nichts anderes als dieses Steckwürfelprinzip, mit dem man dann in der Grundschule in Klasse 2 oder 3 anfängt. Das heißt, wie muss ich die Formen stecken, dass sie ineinander greifen? Man könnte dann genauso gut rangehen und sagen, okay, jetzt haben wir das ganze Ding hier gespielt. Was hat das jetzt für einen Flächeninhalt? Oder welche Formen kann ich denn jetzt bauen? Oder welche, wie viel Klötzchen passen denn tatsächlich in diese Reihen und so weiter und so fort. Auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt, auch zum Thema Game-Based Learning, ist Half-Life 2. Auch schon wieder eine ganze Weile alt. Warum steht da jetzt Practicing and Reinforcing Existing Knowledge and Skills? Könnte man zu anderen Kapiteln jetzt auch passen. Hier geht es nochmal ums Üben und Verstärken von bereits vorhandenem Wissen. Da muss man jetzt noch kurz ins Spiel einsteigen. Es geht, also stark abgekürzt dargestellt, geht es um eine Diktatur. Ja, man kommt in die Stadt City 17 und sieht diese ganzen ominösen Gestalten hier und diesen Priester, der da hinten aus dem Bildschirm nochmal Dinge sagt. Und es geht darum, wie man in einer diktatorischen Situation handelt. Also wie werde ich behandelt? Wie gehe ich vielleicht gegen das Regime vor? Was gibt es für Handlungsalternativen? Heißt jetzt nicht, dass, also hier handelt man dann mit Gewalt, das bringt das Spiel einfach mit sich, heißt nicht, dass es dann eine Lösung anbietet, die man reinforcen sollte, sondern dass man hier an dieser Stelle nochmal gemeinsam dann über diverse Dinge sprechen kann. Man kann über Propaganda sprechen, man kann über das Dritte Reich sprechen, kann sowas in der Zukunft wieder passieren, warum hat es da wieder funktioniert, was sind die Systeme dahinter. Wenn man nämlich darüber spricht, dass man in Spielen lernen kann, muss man dann immer auch nochmal das Ganze im Kontext betrachten. Das heißt, Half-Life 2 wäre für mich jetzt klassischerweise beispielsweise, also das wäre für mich klassischerweise in der Oberstufe anzusiedeln. Wenn man im Gemeinschaftskundeunterricht über Systeme spricht, über Politik spricht, über Systeme, die mit Unterdrückung, über totalitäre Systeme spricht, wäre das ein Beispiel, das man nochmal dann voranziehen könnte. Es gibt auch ganz viel Propaganda dort, also es gibt ganz viele Poster, die dann gemacht sind, die man dann in der Stadt verteilt, überall findet, über die man sprechen kann und dann dementsprechend auch Parallele zu anderen totalitären Systemen ziehen kann. Der letzte Bereich, der dann Developing Learning and Innovation Skills war, also größere Bereiche dann nochmal einbezieht, Kollaboration, Problemlösefähigkeiten. Das ist natürlich auch kein Bereich, der jetzt völlig neu ist. Das sieht man hier aus dem Jahr 1997. Eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Multi-Massively Online Roleplay Game Ultima Online. Es gibt Menschen, die behaupten, bis heute gibt es noch Server, auf denen das Spiel gespielt wird, ne? Oder? Ich weiß aber nicht, ob das so ein modernes Märchen ist, Yannick, oder ob das einfach mal irgendjemand bei Reddit behauptet hat, dass es so ist. Oder? Okay, krass. Ja, das war also, ich glaube, es war sogar das erste überhaupt. Ja, und das ist genauso ein Klassiker. Also diese MMOs oder MMORPGs sind für mich so dieses absolute Beispiel für Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Schulen, Kollaboration. Wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Problem. Wie löst man dieses Problem? Ja, also wenn man es auch mal runterbricht in der Schule, viel zu viele Kolleginnen und Kollegen, ich darf das sagen, ich bin selber Lehrer, legen den Fokus auf die eigentlichen Inhalte. Ja, dass man sagt, du musst das wissen, was in dem Buch steht, du musst das genau so wiedergeben können, wie es da war. Und wer sich an seine eigene Abschlussprüfung zurückerinnert, egal welche Art es jetzt nun mal war, ist es ja eigentlich auch so, nicht nur eigentlich ist es so gewesen, dass man erworbenes Wissen einfach so wiedergegeben hat. Wenn man jetzt nochmal drüber spricht, was so die wirklichen 21st Century Skills sind oder über diese 4K spricht, was man ja
in der Schule, wo man in der Schule den Fokus drauf legen sollte, kreatives Denken, Problemlösefähigkeit und so weiter, wenn Sie gerade diese Schwerpunkte mal in der Abschlussprüfung anwenden würden. Das heißt, Sie kriegen gesagt, Problemlösefähigkeit ist total super oder Kollaboration, ja, oder Teamfähigkeiten. Jetzt gehen Sie her zum absoluten Endgegner, Abitur, Abitursprüfung, und das kommt mal da mit Teamfähigkeit. Ja, da kriegen Sie Ihre Note aberkannt, Ihr Zeugnis aberkannt. Ja, und da hängt es einfach auch im deutschen Bildungssystem, dass man sagt, ja, wir wissen ja eigentlich, was man später braucht. Ja, wir wissen, dass der Yannick, wenn er jetzt seine Medienpraxis macht und sein Spiel programmiert, das macht er nicht alleine. Das macht er mit einem Scrum Master. Jetzt kommen Sie mal im Abitur mit Scrum an. Das heißt, die Prüfungsformate, die wir haben, entsprechen nicht dem wirklichen Leben. Also man schafft es vereinzelt in der Schule, das Ganze schon anzupassen, indem man sagt, jetzt spiele ich halt mal ein Spiel. Ich glaube, ich habe es damals in Offenburg schon Braid als Beispiel, deswegen wollte ich es hier nicht nochmal mitbringen, aber Braid ist gerade so ein Beispiel, das mal nachgucken möchte. BRAID ist auch aus dem Jahr 2008, glaube ich sogar. Oder bringe ich es gleich nochmal, ich weiß es nicht mehr. Das könnte man anstatt einer Ganzschrift lesen oder spielen, dass man sagt, man ersetzt das Ganze. Ja, aber wenn ich diese innovativen Unterrichtsinhalte habe, heißt das immer noch nicht, dass ich dann den Endgegner auch besiegt habe, indem ich dann einfach die Prüfungsformel in den Haufen geschmissen habe. Und daran muss man ganz klassisch ansetzen, weil man dann sagt, ja, die Inhalte kann man anders gestalten, den Fokus kann man da anders legen, indem ich dann sage, es ist mir egal, ob ihr jetzt alles genau das wisst, aber ich will, dass ihr so gerüstet seid, dass ihr mit dem Problem umgehen könnt. Das versuche ich dann auch immer meinen Schülerinnen und Schülern zu sagen, spielt eigentlich keine Rolle. Das Wichtige, also was der Inhalt ist, jetzt überspitzt dargestellt. Ich warte jetzt mal auf Aufschrei, aber es kommt keiner. Sondern es geht um das Lernen von Problemlösefähigkeit. Ob das jetzt ein literarisches Problem ist oder ein mathematisches Problem, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Es gab mal vor einigen Jahren eine Schülerin, die hat auf Twitter einen Tweet abgesetzt. Da hat sie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, aber sinngemäß war es, sie hat gesagt, ja, ich habe in der Schule gelernt, wie ich eine Gedichtinterpretation auf 3 verschiedenen Sprachen schreiben kann, aber gelernt, wie ich eine Steuererklärung schreibe, habe ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, so war es ungefähr sinngemäß. Und ich denke dann immer, wer es tatsächlich aber geschafft hat, so ein Problem zu lösen, und wenn man sich mal ein barockes Liebesgedicht aus dem Jahre 1628 anschaut, und wer dieses literarische Problem lösen kann, der muss doch eigentlich genug Problemlösefähigkeit an die Hand bekommen haben, um auch mit der Steuererklärung klarzukommen. Das heißt tatsächlich, nochmal, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Problemlösefähigkeit ist das, was in einem Spiel am ehesten nochmal was bei einem Spiel eines Spieles noch am ehesten nochmal da für den schulischen Kontext oder generell für den persönlichen Kontext am wichtigsten ist. Hier habe ich ganz bewusst diesen Screenshot rausgesucht. Das ist nochmal ein Beispiel für Learning and Innovation Skills. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, World of Warcraft, weil man hier an diesem völlig extremen Screenshot nochmal sieht, mit welchen Problemen man hier überhaupt nochmal konfrontiert wird. Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt. Der wird jetzt gleich einen Herzinfarkt bekommen anhand dieses Interfaces, was natürlich furchtbar ist, aber da noch den Überblick zu behalten, da braucht man schon so ein bisschen Wissen und muss dann natürlich auch nochmal an die Sache dann dementsprechend mit viel Vorerfahrung rangehen. Also da geht es darum, dass man in einer größeren Gruppe ein Problem löst. Und dieses Problem zu lösen, muss man bestimmte Rollen dann auch eben entsprechend erfüllen. Und wie komplex das Ganze ist, kann man sich hier vorstellen. Sieht es dann nochmal oben mit verschiedenen Buffs, mit verschiedenen Einstellungen. Wie gesagt, man muss die ganze Zeit kommunizieren. Man muss wissen, an welcher Stelle halte ich die Klappe, an welcher Stelle spreche ich. Ja, ist halt nichts anderes als eine Gruppenarbeit im Unterrichtskontext, nur ein bisschen größer dann dementsprechend nochmal dargestellt. Doch, ich habe es doch mitgebracht. Ich kann einfach nicht, ich wusste vorher nicht mehr, habe ich es rausgespielt oder nicht, aber es geht einfach nicht ohne Braid. Braid ist einfach mein absolutes Lieblingsspiel. Braid ist so der Klassiker, den ich immer auch wieder Lehrkräften dann empfehle. Ich sage, hab doch mal den Mut, ein Spiel zu spielen, anstatt eine Ganzschrift zu lesen oder eine Lektüre dann dementsprechend zu lesen. Braid ist ein Spiel, das ist auch sehr textlastig zwischen den ganzen Chaptern, also Kapiteln, die man hat, gibt es ganz viel Text, den man auch noch durchlesen kann, den man als Textdatei herunterladen kann und hat Mechanismen, die man so erstmal nicht kennt. Bei Braid kann man die Zeit zurücklaufen lassen. Es beginnt erstmal stinklangweilig mit so einem Klassiker. Der Herr, den Sie hier sehen, der hat seine Prinzessin verloren und die muss er jetzt dann wiederfinden. Ja, so ein bisschen Mario-Style. Da ist jetzt die Prinzessin weg und so, dann muss der starke Mann muss sich retten. Wenn man sich drauf einlässt, merkt man, dass es einen ganz krassen Twist gibt am Ende. Ich möchte es nicht spoilern,
weil ich hoffe, dass sie sich alle dieses Spiel kaufen und noch spielen kann. Immer noch bei Steam oder auch direkt auf der Publisher-Seite von so einem einzelnen Typen wurde das dann damals programmiert. Und es ist total clever, weil man da auch Probleme lösen muss, die sich immer wieder verändern. Das heißt, da unten gibt es diesen kleinen Bösewicht, der hat so einen Schlüssel in der Hand. Und es gibt gewisse Gegenstände, die kann man zeitlich nicht zurückspulen. Das heißt, wenn der jetzt da runterspringt, holt er sich den Schlüssel und dann kann ich die Zeit zurücklaufen lassen. Das heißt, der Schlüssel reist aber mit zurück durch die Zeit. Das heißt, er springt runter, nimmt den Schlüssel in die Hand, dann lässt sich die Zeit zurücklaufen, er landet wieder da, wo er jetzt ist, aber den Schlüssel. Ja? Und das sind so Dinge, das sind Probleme, auf die es man vorher noch nie gestoßen ist, weil sie noch nie die Zeit haben zurücklaufen lassen müssen. Und es wird jedes Mal komplexer und komplexer und komplexer. Das heißt, es ist gerade dieser Klassiker, man stößt auf Probleme, die man nicht schon kennt. Ja? Das ist dann dieses nochmal ein Arbeitsblatt zu nochmal diesen Aufgaben, wo ich dann jetzt bei meinen Kindern manchmal gucke, warum müsste das jetzt nochmal? Ja, das muss man dann quasi, jetzt könnte man sagen, reinforcen. Aber wenn ich denke, wenn man jetzt 7000 Mal die gleiche Rechnung gerechnet hat, dann wird das Gehirn irgendwann doof, ja, weil es immer wieder diesen gleichen Mustern folgt, sondern wir wollen das Gehirn aufwecken und sagen, zeig mir mal neue Probleme, ich gebe dir mal ein neues Problem, versuch doch mal damit dann dementsprechend klarzukommen. Es gibt für jeden dieser vier Bereiche noch unendlich viele weitere Beispiele, aber das waren so jetzt meine Top-Beispiele, die ich jetzt für diese Bereiche dementsprechend mitgebracht habe. Blick auf die Uhr, 20 Uhr, oh je. Auch passend jetzt zu Teil 4, den ich immer gern und nun nenne. Was bedeutet es jetzt so für uns? Und da habe ich nochmal, wie gesagt, 5 Thesen mitgebracht, die ich nochmal gerne auf den Weg geben möchte, aber auch jederzeit für Widerspruch oder Aufschrei oder Widerworte zu haben bin. These Nummer 1. Digitale Spiele sind ein eigenständiges Medium. Keine Droge, kein Gefahrgut. Ja. Das ist immer wieder der Klassiker. Computerspielsucht könnten wir nochmal einen ganzen Abend füllen. Vielleicht diskutieren wir mal wieder irgendwann. Ja, nee, vielleicht gibt es mal wieder eine Podiumsdiskussion, auch gerade die sich mit dem Thema Videospielsucht beschäftigt. Computerspielsucht können wir stundenlang drüber sprechen. Aber per se sind sie ein eigenständiges Medium. Ja, und koexistieren friedlich neben anderen Medien daher. Es geht nicht darum zu sagen, eins ist besser als das andere. Ja, nur kann man eben nicht dieses, ja, es sind ja nur Spiele, kann man einfach irgendwann nicht mehr hören. Nicht jedes Spiel, das da ist, ist eine Droge. Nicht jedes Spiel, das da ist, ist ein Gefahrgut. Ja, hier nochmal gern, bringe ich auch mal wieder das Extrembeispiel. Nee, ich lasse es an dieser Stelle. Bringe ich immer gern American Psycho von Bret Easton Ellis. Wer einmal dieses Buch gelesen hat, ja, dann könnte man in diesem Zusammenhang genauso von Gefahrgut sprechen. Das heißt, in jedem Bereich, bei jedem Medium gibt es die Dinge, die sein sollten oder die eben nicht sein sollten. These Nummer 2, Computerspiele sind moderne Märchen. Natürlich jetzt auch nochmal stark pauschalisiert, weil nicht jedes Computerspiel eben ein modernes Märchen sein kann. Aber wenn Sie mal so an die Klassiker auch der Gebrüder Grimm zurückdenken, da gab es Gewalt, da gab es Blut, da gab es allerhand Grausamkeiten. Aber es war eine Welt, in die man es hat Welten eröffnet, die man vorher so nicht kannte. Und genau dafür sind auch Computerspiele da, dass man Dinge visualisieren kann, dass man Dinge ausleben kann, dass man Geschichten durchleben kann, die man vorher überhaupt sich nicht vorstellen konnte. Und Computerspiele kann man, wie gesagt, als moderne Märchen auch nochmal betrachten, mit Vorsicht zu genießen. Meine Kinder könnte ich alleine Grimms Märchen nicht lesen lassen. Wenn man kurz mal überlegt, da werden Kinder gefressen, da wird eine Hexe verbrannt. Wenn Sie mal das Original von Hänsel und Gretel lesen, das kann Kinder tatsächlich nachhaltig schädigen. Ich will jetzt auch nicht sagen, Gott, sperren Sie Märchen weg oder sperren Sie Computerspiele weg. Aber es ist eine Form der Unterhaltung, die mit Vorsicht natürlich zu genießen ist. Und ich komme auch gleich nochmal bei These 4 dazu, wie wir damit umgehen. Aber ich finde, hat absolut seine Berechtigung. Schon ein paar Mal gesagt, deswegen noch kürzer, digitale Spiele sind ein Hobby unter vielen. Ja, es existiert der Bolzplatz draußen und es existiert eben der virtuelle Bolzplatz oder die virtuelle Einkaufszeile, wie Sie es eben nennen wollen. Und vor allem jetzt für Lehrerinnen und Lehrer, digitale Spiele sind ein Lernmittel unter vielen. Ja. Dass es eben nicht nur das Buch gibt oder nicht nur Goethes Faust, sondern dass es eben auch Braid gibt oder ein Assassin's Creed oder ein Half-Life oder ein, was weiß ich was, eine Dark Souls-Reihe oder keine Ahnung was. Es ist ein Lernmittel unter vielen. Es gibt viele Möglichkeiten, die dann noch eröffnet werden. Und die wichtigste These natürlich zum Schluss. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen finde ich immer auch ganz toll, was ihr da so treibt mit eurem Schillerlan, egal welche Veranstaltung ihr jetzt gerade betreibt, man kann sich davon nicht rausnehmen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, um zu sagen, was gut ist oder was schlecht ist, was schädlich ist, was
was nachhaltig wirksam ist, kann man sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Und die Vermittlung von Medienkompetenz beginnt dann da, wenn ich meinem Kind sage, nimm doch mal das Handy jetzt in der Hand und beschäftig dich mal damit. Ja? Oder auch der Klassiker, wo ist denn dein Sohn? Ja, der sitzt oben und guckt YouTube. Ja, das ist dann schon okay. Oder guckt YouTube Kids. Das heißt, man muss sich dann selber auch auf den Weg machen und sagen, was passiert denn da? Was ist denn das? Und wenn ich einfach fünfmal lese, ah, okay, da gab es jetzt ein neues Spiel, Cyberpunk 2077. Wer kann sich denn davon entziehen? Ja, das war in jeder Zeitung, war das zu lesen. Wenn ich auf die Startseite gegangen bin, gab es auf der Startseite dann die Artikel drüber. Da kann man nicht sagen, das gehört zu Spielen, interessiert mich nicht. Sondern wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, muss man da auch querlesen und wissen, was da auch einfach passiert. Weil es ja genauso ein Blockbuster ist, wie vielleicht das neue Buch von Juli C. Ja, und es gab auch schon mal Menschen, die haben dann, Christian Füller, ein Journalist vom Tagesspiegel, der dann völlig empört mal einen Workshop verlassen und gesagt, sie sind ja bescheuert, als ich es gewagt habe, Harry Potter und Fortnite in einem Satz eben zu vergleichen. Aber ich stehe auch dazu, gesellschaftliche Phänomene, kann man natürlich in einem Satz auch dementsprechend vergleichen. Es hat eine Form, wie gesagt, unter vielen. So, eine schnelle Reise. Ich kann sehr schnell reden und sehr viel Inhalte in kurze Zeit bringen. Ich hoffe, Ihre Ohren bluten nicht und Sie haben jetzt noch vielleicht die ein oder andere Frage und sind nicht völlig erschlagen.